Ja, einen wunderschönen guten Morgen zu unserem Webinar heute. Es geht um das Thema Stress. Stress lass nach. Also 5 einfache Tipps für Ihre Resilienz. Und während ich noch den einen oder anderen Teilnehmer reinlasse, vielleicht auch schon mal der Hinweis: Sie können ein separates Browserfenster öffnen und dann besuchen Sie mal menti.com, können den Code eingeben und schon können Sie nachher auch mal eben dran teilnehmen an dem, was ich Ihnen vorstellen möchte. Also ich freue mich jedenfalls, dass Sie da sind. Und wie gesagt, Browserfenster menti.com und dann den Code eingeben und schon sind Sie auf jeden Fall dabei. Ja, sehr schön. Also wir starten mal Stress lass nach. Darum geht es heute. Und ich möchte vorneweg das ein oder andere nochmal aus den Studien deutlich machen, aus den aktuellen Zahlen nochmal deutlich machen, nämlich wie entwickelt sich das ganze Thema. Es gibt übrigens zwei Begriffe hier in dem Zusammenhang. Ich habe sie nochmal aufgelistet. Einmal das Thema Burnout. Und das habe ich mir mal besonders angeguckt, insbesondere auch für einen meiner Kunden dann nochmal. Nämlich die Frage, wie entwickelt sich Burnout eigentlich in der Generation Z? Für Sie schon mal so als Hintergrund, Generation Z wird in vielen Bereichen unterschiedlich gezählt. Also ich habe jetzt hier von McKinsey mal die Definition, also das sind die Jahrgänge 95 bis 2010, aber es gibt auch manche, die sagen bis 2015. Ich denke, es spielt auch keine große Rolle. Ich wollte es Ihnen nur sagen, also falls jemand denkt, Mensch, 2010 ist ja viel zu knapp. Also Burnout, da haben wir immerhin im letzten Jahr, das heißt in einem Jahr, 18%, die damit zu tun haben und 13% insgesamt. Und dieses Burnout ist ja letztendlich etwas, wo junge Erwachsene im Grunde genommen unterfordert sind. Also auch das ist eine deutliche Zunahme, wenn man sich das hier mal ansieht, sind 17% und insgesamt sind es 11% aller Beschäftigten. Und wie gesagt, wir sprechen von den Zahlen innerhalb eines Jahres. Das finde ich zumindest schon mal einen wichtigen Punkt, den wir uns auch noch mal nachher genauer ansehen sollten. Ja, tatsächlich ist es so, dass viele Menschen halt das geht quer durch die Studien, dass viele Menschen halt durchaus Schwierigkeiten haben, privat den Spagat halt, das Privatleben von Beruf zu trennen. Aber auch gerade junge Menschen haben damit im Moment zu tun, weil man sagt ja, Stress ist etwas für die 40 plus in Anführungsstrichen. Aber Tatsache ist, dass offenbar die jüngeren Menschen damit eben auch Schwierigkeiten haben. Ja. Wir haben Gründe dafür, die möchte ich zumindest hier an der Stelle nochmal nennen. Nämlich einmal ist es ganz klar das negative Betriebsklima. Also negatives Betriebsklima und dieses Mobbing bzw. Quiet Firing ist schon so das Endresultat. Ist das Klima im Unternehmen negativ, dann heißt das nicht zweifelsohne, dass Mobbing dazukommt. Ja, das will ich immer deutlich machen. Aber 48% haben psychische Belastungen am Arbeitsplatz. Also eben durch den hohen Druck, durch viel Arbeit, die täglich dann letztendlich die Ressourcen auffressen. Und dieses Quiet Firing ist, wenn schlechte Behandlung stattfindet und die dann dazu führt, dass der Mitarbeiter selbst dann auch kündigt, weil er sich da nicht wertgeschätzt fühlt. Das sind auch Themen, die durchaus da eine Rolle spielen. Hauptursachen für die belasteten Arbeitsbedingungen sind ganz klar Überstunden und der ständige Termindruck. Terminzwang wird am häufigsten genannt. Aber es geht auch darum, diese Arbeitslastverteilung letztendlich vernünftig herzustellen. Und die ist offenbar nicht so, dass die Menschen sich denken, die Arbeitnehmer sich denken, das ist in Ordnung für mich. Erreichbarkeit spielt eine große Rolle und das Thema im Büro natürlich auch das Thema Bürokratie.
Wir haben auch Herausforderungen beim Homeoffice. Und neuere Studien sagen ja auch, es gibt im Homeoffice auch das Thema Entgrenzung genannt. Ich finde diesen Begriff ein bisschen sperrig, aber ich habe ihn mal mit reingenommen, weil wenn Sie dann nachher selber nochmal recherchieren wollen, unter diesem Begriff finden Sie auch was. Das Thema Homeoffice, das trifft sicherlich nicht für alle zu. Das ist ja logisch. Aber jeder kann ja für sich dann nochmal prüfen, ob das ein oder andere durchaus dann schon ein bewegender Grund ist. Also eins haben Studien ergeben, nämlich fehlender sozialer Kontakt. Es verschiebt sich etwas. Der Kontakt unter Umständen zum Unternehmen ist nicht mehr ganz so, wie er mal war im Büro, so eben die Studien. Es ist halt so, die Risiken sind höhere Stressbelastung, die Erschöpfung möglicherweise und das ganze Thema mit der Erreichbarkeit rund um die Uhr. Also, was auch ein Thema ist übrigens, ist die Zunahme von Ablenkungen. Also Ablenkungen hat ja das Thema gerade im Homeoffice, sicherlich spielt das auch noch mal eine gewisse Rolle. Ja, wir haben 31% der Befragten fühlen sich gestresst und insbesondere 54%, da sind wir wieder bei den Studierenden und Lehrlingen, Auszubildenden, die sich gestresst fühlen. Also 54%. Ich finde das eine sehr hohe Zahl und deswegen macht es auch Sinn, sich damit genauer zu beschäftigen. Ja, und da sind wir schon beim Thema, nämlich welcher Stress nervt Sie häufiger im Beruf? Und jetzt können Sie, wenn Sie alles richtig gemacht haben, können Sie auf menti.com mit dem Code letztendlich teilnehmen an dieser kurzen Umfrage, die ich jetzt geschaltet habe. Also vielleicht schreiben Sie doch mal rein, welcher Stress nervt Sie häufiger im Beruf, gerne auch privat, wenn das im Beruf halt nicht so sein sollte, als Beispiel. Vielleicht tragen Sie mal Ihre Dinge ein. Ja, genau. Das sehen wir also schon. Ja, Termindruck, schlechte Kommunikation, genau. Schlechte Kommunikation, ja auch. Das Thema Mobbing, genau. Absolut. Ja, und abends nicht abschalten können. Das ist auch ein Thema, was ja viele Menschen bewegt. Unklare Anforderungen, genau. Also es ist keine Richtschnur, es ist kein klarer Plan, ne, in dem Sinne. Ja, genau. Sehr schön. Also, danke für die Antworten. Termindruck, unklare Aufgabenverteilung haben wir ja nochmal. Ständig ändernde Prioritäten, ne? Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass jetzt unterschiedliche Teilnehmer dieses hier auch genannt haben, dann sieht man schon, Termindruck und unklare Aufgabenverteilung ist offenbar ein größeres Thema, ne? Genau, Aufgaben sollen gleich erledigt werden, danach interessiert es keinen mehr. Genau. Also zack, zack, mach mal fertig, streng dich an. Das sind eben die Dinge. Ja, super. Nebengeräusche im Büro. Ja, genau. Auch das ist ein Thema. Übrigens gerade für diejenigen, die hier auf den Ohren sehr stark sind, ne? Also auditiv, ne, in dem Sinne, die haben da natürlich auch noch ein bisschen mehr davon, ne, in dem Sinne. Gut, wunderbar. Vielen Dank. Da kommt noch mehr. Büro mit vielen Kollegen, ja, auch genau das. Ja, das ist übrigens einer der, finde ich, der wesentlichen Vorteile, gerade im Homeoffice. Da sitze ich dann mit mir alleine und nicht mit tausend anderen Kollegen. Ne? Ja. Störungen haben wir hier noch. Das Thema Störungen spielen eine große Rolle. Man sieht schon, ne? Also es gibt verschiedene und das kann auch sehr individuell sein. Das ist halt das Thema. In dem einen Unternehmen ist es so, bei der einen Person ist das so, bei der anderen dann halt auch so. Gehen wir mal weiter. Und zwar, warum dieses Webinar? Und weil wir uns überlegt haben, ganz klar, Stress ist kein
keine Verdienstmedaille, die ich bekomme, sondern sie kann, das muss nicht sein, krank machen, sie ist ungesund, definitiv. Was ich schlimm finde, ist halt, das merke ich ja bei mir auch, ist halt, dass Energiereserven aufgefressen werden. Also ich habe das bewusst mal so ein bisschen krasser formuliert. Sie werden aufgefressen. Das ist halt das Thema. Es ist auch so, dass Stress Konflikte schüren. Ja, das wird ja oft vergessen. Eigentlich versteht man sich ganz gut, aber dieser Druck, den ich habe, möglicherweise, den lasse ich jetzt raus und möglicherweise bekommt eine Kollegin, ein Kollege das ab, obwohl sie am wenigsten vielleicht dafür kann. Sie werden es vielleicht kennen. Und es ist, warum? Weil es keine Leistungsprämie ist. Stress ist keine Leistungsprämie. Wenn ich manchmal Sätze höre, Stress haben wir alle, da müssen wir durch, da kann ich nur sagen, nee, da müssen wir nicht. Und deswegen kommen wir ja gleich nochmal drauf. Es ist auch so, dass dauerhafter Stress eben den Teamgedanken unterhöht. Das muss auch jeder Führungskraft, jedem Inhaber klar sein, dass darunter auch die Arbeitsqualität auf Dauer leiden wird. Ja? 62% glauben immerhin, dass es heute stressiger ist als vor 15 Jahren. Und das ist von der Statista eine Umfrage, die gemacht wurde in dem Sinne. Immerhin 62%. Und da kommen wir zu einem weiteren Punkt, den möchte ich Ihnen gerne jetzt schon mal als einen Punkt ans Herz legen. Ich höre häufig, noch diese Woche übrigens in einem Videocall mit einer Führungskraft, da muss ich wohl durch, sagt er. Genau, ich habe ja ein Problem mit dem Wort muss, obwohl ich es selber verwende. Ich muss doch schließlich arbeiten. Ich muss meine Arbeit schaffen. Das Wort gefällt mir nicht, weil es schon den Druck erhöht. Also entweder ich entscheide mich dazu und dann ich werde heute, aber nicht, dass ich mich gedanklich auch noch so unter Strom setze damit. Ja? Überprüfen Sie selber mal, wie oft Sie sagen, Sie müssen und letztendlich kommt das dann von außen oder ist das Ihre wirkliche Entscheidung? Stress im Beruf, wie entsteht er? Das sind eben mal die Top 5. Ich habe jetzt bewusst nur die Top 5 aufgeschrieben, weil ich mir denken kann, natürlich wird es individuell noch was anderes sein. Hoher Leistungsdruck. Übrigens, das ist etwas, was deutlich auch jetzt wieder zunimmt. Das Thema Überstunden wird, je knapper das Personal, desto mehr Überstunden. Die Arbeitsbelastung steigt, es gibt immer mehr Aufgaben, aber nicht genug Personal. Schlechte Vereinbarkeit von Familie und Beruf habe ich schon genannt. Das ist aber auch ein Thema. Ich arbeite vielleicht zu lange oder ich bin immer auf der Kippe. Ich bin nie richtig da und nicht richtig da. Es kommen vielleicht auch wieder Themen auf wie Jobunsicherheit, Angst vor Verlust. Wie geht es weiter? Was passiert denn da? Und ganz klar, das Gefühl von Ungerechtigkeit am Arbeitsplatz ist eine von den Top 5 in verschiedenen Studien ergeben, weil das Gefühl aufkommt, ich bin der oder diejenige, die letztendlich da regelmäßig die Kohlen aus dem Feuer holen muss. Und ich empfehle genau diese Folie genauer zu analysieren, nämlich Führungskräfte tun gut daran, wirklich diese Punkte, wenn sie denn zutreffend sind fürs Unternehmen, denen genau auf den Grund zu gehen. Das Zauberwort übrigens, und das möchte ich gern, bevor wir gleich zu den praktischen Tipps kommen, möchte ich kurz nochmal das Thema Resilienz aufgreifen, weil das schwirrt ja immer und überall rum. Und ich habe mir mal überlegt, wie kann ich das mal am besten nochmal definieren, so dass dass da jemand auch was mit anfangen kann. Das Zauberwort zum Thema Resilienz heißt Unterschiedswahrnehmung. Ja, auch wieder ein sperriges Wort, aber Unterschiedswahrnehmung, darum geht es. Nämlich, ich habe mir von Barbara Frederiksen. Das ist eine Forscherin, die sich mit dem Thema positive Emotionen beschäftigt, seit vielen Jahren, hat ein tolles Buch ausgebracht, kann ich übrigens nur empfehlen. Und sie hat als eine Definition, sagt sie, ist Resilienz ist die Fähigkeit zur Unterschiedswahrnehmung. Wer resilient ist, kann das Positive zusätzlich zum beziehungsweise neben dem Negativen wahrnehmen. Warum ich das so betone, ist, weil manche denken, ah, das alles schönreden oder rosa-rot oder sowas. Das ist nicht Resilienz. Resilienz bedeutet, ich nehme neben dem, was negativ ist, auch die positiven Aspekte auf. Und das finde ich schon mal ein
wesentliches Thema, was ich in meinen Seminaren auch durch die Teilnehmer nochmal durch- und ausarbeiten lasse. So, ich kann in komplexen Situationen eben auch die positiven Aspekte erkennen. Das ist das, worum es eigentlich geht. Also nichts schönreden. Ich sage es jetzt ausdrücklich nochmal, sondern es geht darum, dass ich neben dem Negativen, was da gerade Sache ist, auch erkenne, was ist denn da auch ein positiver Aspekt daran? Und sie unterscheiden sich also von weniger resilienten Menschen darin, wie sie positive Erfahrungen wahrnehmen und bewerten. Das ist der wesentliche Unterschied. Ich darf Ihnen das nochmal ans Herz legen. Nochmal diese, wie ich finde, ganz tolle Beschreibung der Resilienz. Mein Name ist Ulrich Liebscher. Ich unterstütze Sie, wenn es um Konflikte geht, Konflikte entschärfen, mental stark bleiben. Ich mache Mentaltrainings, aber auch Gedächtnistrainings und ich bin unterwegs, gerade wenn es in Teams auch mal schwierig wird. Heißt aber auch Prävention. Darum geht es hier auch. Was kann man vorher tun, damit es nachher auch vernünftig rund läuft? Ja, man findet mich auch gerne auf LinkedIn. Da können wir uns auch gerne verknüpfen, wenn Sie wollen. Und hier über die Seite DEPCON Plus finden Sie halt noch zusätzliche Informationen. Und ich darf da auch noch mal auf meinen Blog hinweisen. Da habe ich viele, viele meiner Erfahrungen aus meinen Trainings und Coachings. Die bringe ich da in den Artikel unter. Ja, ich habe noch mal eine Frage an Sie, bevor wir auf den nächsten Punkt kommen und damit auch auf die Tipps, nämlich die Frage, warum kriegen wir übermäßigen Stress häufig nicht in den Griff? Woran liegt es denn, dass wir das nicht in den Griff kriegen? Was meinen Sie? Was ist Ihre Auffassung? Vielleicht auch da noch mal ein Stichwort reinwerfen. Wenig Me-Time, ja, genau. Ja. Sehr schöner Begriff, Me-Time. Gut. Merke ich mir. Zu wenig Zeit, um den eigenen Stress in den Griff zu kriegen, ja. Ja. Ja, Umsetzung von Achtsamkeitsübungen beziehungsweise bewusstes Atmen fehlt. Genau. Ich fühle mich überlastet und kann nicht mehr priorisieren. Genau. Zu hohe Anforderungen an sich selbst. Übrigens auch ein großes Thema, ne? Ich habe hier gerade auch noch im Chat auch noch mal eine Nachricht bekommen. Stress wird nicht abgebaut und baut sich immer mehr auf. Genau. Aber übrigens tatsächlich so. Es kann sich stapeln, ne? Und das wird dann dadurch nicht besser. Irgendwann zu viele Ups, sorry, so. Zu viele Bälle im Spiel. Ah ja, okay. Irgendwann zu viele Bälle im Spiel. Das ist sicherlich auch ein Thema. Und interessant finde ich Gewöhnung an den Stress. Das ist übrigens auch nochmal ein schönes Thema. Ich verspreche, auf den Punkt kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal zurück. Denn die Frage ist ja schon, kann ich mich an Stress gewöhnen? Wow, das ist mal eine These. Da bin ich gespannt. Was auch die anderen dazu sagen. Naja, wir werden gleich das auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Vielen Dank dafür, dass Sie da an diesem Thema teilgenommen haben. Wir gehen mal ein Stück weiter, nämlich Stress, warum wir im Stress feststecken und fünf Gründe, warum Sie uns den Schlaf rauben. Entschuldigung. Und zwar will damit deutlich machen, ich habe ja schon den einen oder anderen Kunden bei mir gehabt und der sagt, ja, ich habe ja schon vieles ausprobiert. Ne? Genau, das können Sie sich vorstellen. Und es hat nicht geklappt. So, und das sind die fünf Gründe hier, die ich jetzt mal aufgeschrieben habe, nämlich mangelnde Konsequenz und Ausdauer. Es ist nun mal so, Stress, Kompetenzen erweitern ist eine, ich nenne die mal Friedenskompetenz. Also das ist eine Sache, die ich einübe in Zeiten, wo ich nicht im Stress bin. Es ist ja keine Notfallmedizin. Also das heißt, wenn jetzt Stress da ist und ich versuche jetzt mal tief zu atmen, ganz ehrlich, ich meine, gut, kann was bringen, aber es ist, wenn es nicht geübt ist, macht es wenig Sinn. Deswegen, na, unrealistische Erwartung. Ich glaube, nur weil ich jetzt dreimal eine Achtsamkeitsübung gemacht habe, bin ich dann der Dalai Lama.
oder sowas. Ja. Ungeeignete Strategien. Ich habe Strategien entwickelt, die ehrlich gesagt nichts bringen. Nur ein Beispiel. Ich hatte zu einem jungen Mann zuletzt, der sagte, ja, ich mache da mal eine Pause und ich sage, wunderbar. Und was machst du dann? Ja, dann checke ich meine E-Mails, so, was ich so WhatsApp und Nachrichten, Instagram und sowas auf meinem Handy. Ich sage, das ist toll, weil du ja dann wieder unterwegs bist auf einem anderen blauen Bildschirm. Das ist nicht so gut. Widerstand gegen Veränderung. Auch da dürfen wir uns mal hinterfragen, warum ändere ich es nicht? Was sind eigentlich die Gründe? Ist es so, dass das sogar einen weiteren positiven Effekt für mich hat, warum ich das so lasse? Und es geht um die berühmt-berüchtigte Komfortzone, ne? Ich bin ein Couch-Potato, also ich bleibe jetzt dort, wo ich bin. Ich habe nicht den Antrieb. Der Schmerz ist noch nicht groß genug. So, ich möchte gerne auf Folgendes nochmal eingehen. Und zwar nur, damit wir in diesem Webinar genau verstehen, wo es herkommt. Wir haben nämlich oben die sogenannten Stressoren. Die möchte ich Ihnen gerne. Ich gerate in Stress, wenn, zum Beispiel, wenn es zu laut ist, wenn Kollegen mich ständig ansprechen, wenn, lass nochmal eben jemand rein, wenn zum Beispiel, wenn die Leistungsanforderungen zu hoch sind. Das sieht man hier oben rechts. Nämlich, das sind die Stressoren. Das sind die Dinge, die von außen kommen. Und dann gibt es die sogenannten persönlichen Stressverstärker. Der wird Ihnen der ein oder andere bekannt vorkommen. Da bin ich überzeugt von. Da habe ich nämlich meine nächste Frage. Es gibt nämlich den Stressverstärker oder den inneren Antreiber. Streng dich an, sei perfekt, sei beliebt, beeil dich und sei stark. Übrigens, toller Antreiber. Allerdings gilt hier, die Dosis macht das Gift. Wenn es zu viel ist, dann ist genau zum Beispiel der Perfektionist. Der steht sich fast selber im Weg, weil er immer alles 120% machen will, braucht dafür deutlich länger als sonst, wird also nicht fertig und kommt unter Druck. Ja? Das ist, ich hätte jetzt 22 Beispiele für Sie, das sprengt nur ein bisschen die Zeit. Deswegen, gucken wir doch mal rein. Überlegen Sie bitte selber mal, streng dich an, sei perfekt, sei beliebt. Das ist der Harmoniemensch, ja, der möchte keinen Streit, der will lieber, dass das alles in Ordnung ist und so weiter. Wunderbar, ganz klar, ne? Beeil dich, das ist der schon losläuft, da ist die Aufgabenstellung noch gar nicht klar. Und sei stark, das ist eben der letztendlich sagt, ich muss das schaffen. Ja, ich muss das schaffen. Und zwar alleine. So, jetzt gucken wir doch mal kurz. Offen gesagt weiß ich jetzt nicht, ob es funktioniert, aber wir werden sehen. Machen wir doch mal die Fragestellung, was ist Ihr persönlicher Antreiber? Erstellen Sie doch mal Ihr persönliches Ranking. Machen Sie doch mal, stellen Sie mal auf, was steht für Sie ganz oben. Dann haben wir vielleicht mal ein Gesamtbild. Bin mal gespannt, ob dieses Mal auch mein Favorit oben steht. Wir werden sehen. Also sei stark, sei perfekt, streng dich an, sei beliebt, beeil dich. Das sind ja die Klassiker. Da gibt es übrigens einen wunderbaren Test dazu, den man machen kann, um mal festzustellen, in welchem Bereich bin ich vor allen Dingen mehrheitlich unterwegs. Und man sieht schon hier, jetzt löst nämlich sei perfekt ab. Das ist übrigens ein großes Thema. Sei perfekt ist ja ein wunderbarer Antreiber. Ich nehme nur ein Beispiel. Es ist schon ideal, wenn jemand in der Buchhaltung sei perfekt ist, wenn er viel mit Zahlen zu tun hat. Ja, das ist überhaupt keine Frage. Das war auch nur ein Beispiel für einen. Es gibt viele, viele andere Bereiche, wo das auch notwendig ist. Da macht das auf jeden Fall Sinn. Nur wenn ich zu viel an dem Rad drehe, des Perfektionismus, dann löst das eben einen gewissen Stress aus. Das ist es. Man sieht hier schon, sei perfekt und sei stark, ist in der Gruppe und streng dich an, vor allen Dingen an dritter Stelle, ganz weit oben, ne? Logischerweise. Und denken Sie mal drüber nach, wenn ich zu sehr in dem einen oder anderen Bereich unterwegs bin, dann führt das eben dazu, dass ich mich selbst dann, dass ich mich selbst dann nochmal in Schwierigkeiten bringe. Da kommt nochmal die Frage, können Sie von der vorherigen Folie die Verhaltensaktivierung erläutern?
ist das noch mal was anderes als körperliche Aktivierung. Ich guck, dann gehe ich mal kurz zurück. Machen wir. Überhaupt keine Frage. Ja, Verhaltensaktivierung. Also, ja, Verhaltensaktivierung ist im Grunde genommen ist was anderes als körperliche Aktivierung, sondern Verhaltensaktivierung wäre zum Beispiel, dass ich mich bewusst darauf konzentriere, mich anders zu verhalten. Darum geht es. Also es geht bewusst darum, ein Verhalten tatsächlich anzupassen. Körperliche Aktivierung wäre der Klassiker, ne, was man so alles machen kann, Fitnessstudio laufen, also Joggen, spazieren gehen, wandern, was auch immer. Und Verhalten wäre jetzt zum Beispiel, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt im Stress bin, hatte ich zuletzt einen jungen Mann, der wurde dann, wenn er dann Kaffee holte, wurde er immer schneller. Er lief dann immer schneller, immer schneller. Und wir haben dann gesagt, okay, jetzt machen wir mal eine Verhaltensaktivierung. Wir gehen jetzt mal bewusst langsam. Also dieses bewusst langsam gehen, wenn ich im Stress bin. Das ist ein Teil der Verhaltensaktivierung. Ich hoffe, ich habe damit die Frage mal beantwortet. Und geht mal weiter. Man sieht ja schon, ne? Also sei perfekt, steht ganz oben, ist ein Thema. Und was können wir machen? Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Man sieht nämlich hier die Beispiele. Ich kann Ihnen übrigens später auch die Präsentation gerne zur Verfügung stellen. Gerade bei den Stressreaktionen kann man Entspannungstraining machen, Hobbys, Bewegung, Pflege von Hobbys und sowas alles. Ne? Das kann man alles machen. Ich möchte aber jetzt gerne mal auf meine 5 Tipps kommen, die ich Ihnen unbedingt ans Herz legen möchte in der Zeit. Dafür sind wir ja auch da. Und zwar, wir sind bei Tipp 1 und das ist die Achtsamkeit. Und jetzt gibt es für all diejenigen, die sagen, ah, Achtsamkeit. Da habe ich eine gute Nachricht, weil hier gibt es jetzt keine Ausreden mehr, weil sie kosten keine Zeit. Sie sollte nur gewissermaßen mal in die Routine gebracht werden. Also im Grunde genommen ist Achtsamkeit doch nichts anderes, als dass du auftauchst. Also du bist jetzt mal oberhalb der Wasseroberfläche und machst dir bewusst, dass du da bist, wo du bist. Jetzt zum Beispiel gerade im Moment. Du sitzt jetzt an deinem Arbeitsplatz oder was du gerade machst, aber du bist jetzt hier und nirgends anders. Deswegen die drei bewussten Atemzüge-Technik ist nichts anderes als dreimal atmen. Zum Beispiel dreimal atmen, bevor du ans Telefon gehst. Dreimal atmen, bevor du eine E-Mail schreibst. Jetzt nicht jedes Mal, weil sonst wird es auch eine Gewohnheit, aber das durchaus in den Alltag mit einzubauen. Ich habe Zähneputzen aufgeschrieben. Wer wirklich sagt, Mensch, ich habe für solche Übungen keine Zeit, ja, dann nehme das Zähneputzen. Zähneputzen morgens, mittags, abends, wie auch immer Sie das handhaben. Aber wenn Sie sich die Zähne putzen, dann tun Sie sich doch mal einen Gefallen. Dann sind Sie nur beim Zähneputzen. Sie sind nicht bei dem nächsten Termin, nicht bei dem, was Sie noch machen wollen, was Sie noch erledigen wollen, sondern Sie bleiben gedanklich beim Zähneputzen. Jetzt mal nur für 3 Tage, bitte. Nur beim Zähneputzen bleiben Sie gedanklich beim Zähneputzen. Und ich kann Ihnen sagen, aus eigener Erfahrung, hört sich einfach an, ist gar nicht so easy. Minikörperscan ist, ich sitze am Platz, ich merke, dass ich gestresst bin und jetzt gehe ich mal Minikörperscan vom Kopf runter bis zum Zehennagel. Also bis zum Fuß gehe ich runter und mache so einen Scan, dass ich mit allen Körperteilen mal kurzerhand in Kontakt komme. Eine wunderbare Sache, kostet so gut wie keine Zeit, ist einfach zu machen und kann ich auch sofort umsetzen. Stille Minute vor dem Meeting. Stellen Sie sich vor, Sie sind im Stress, Sie rennen von einem Meeting zum anderen, wie auch immer. Und jetzt brauchen Sie mal ein bisschen mehr, habe ich ja gelernt, Me-Time. Nehmen Sie doch die stille Minute. Me-Time habe ich vorhin gelesen. Also ich nenne sie mal jetzt stille Minute vor dem Meeting zum Beispiel, vor dem nächsten Treffen, vor dem nächsten Telefonat. Eine Minute, 60 Sekunden bitte, nur bei sich zu sein. Das ist eine gute Investition. Das sind nur Beispiele. Ich möchte allerdings auch das Wasser trinken nochmal dazu nehmen. Viele trinken Wasser, zack, Wasser runter. Aber Sie können auch mit Wasser trinken eine Achtsamkeitsübung machen. Also deshalb, es kostet nicht mehr Zeit. Es ist halt nur die Frage, wo setzen Sie es denn ein? Zweiter Tipp, tiefes Atmen.
Tiefes Atmen geht so ein bisschen auch, hat ja auch was mit Achtsamkeit zu tun, logischerweise. Drei tiefe Atemzüge habe ich hier gesagt, bewusstes Atmen beim Warten. Ich nehme ein Beispiel. Sie haben einen Termin, Sie sind 5 Minuten früher da, der Kollege bittet noch ein bisschen Geduld. Dann können Sie gerade dort jetzt eine Achtsamkeitsübung machen, indem Sie bewusst beim Warten atmen. Also nicht einfach so, weil sie es sowieso machen. Dasselbe gilt eben auch für die 1 Minute Atemübung. Ganz wichtiger Punkt. Höre ich so häufig, ist auch in vielen Studien bewiesen, dass Grübeln uns durchaus auch in Stress versetzt. Ich habe verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Jeder Mensch ist anders und für jeden braucht es ein anderes Rezept. Aber nehmen Sie doch mal sowas zum Beispiel. Ich hatte zuletzt mal eine Teilnehmerin, die sagte, ihr habt so viel im Kopf und so weiter, ich könnte mit mir selbst einen Termin machen. Da habe ich gesagt, eine wunderbare Idee. Dann sehen Sie, da sind wir auf den Zeitplan gekommen. Sie machen Sie doch mit sich selbst, mit ihren Gedanken einen Termin aus. Hört sich jetzt komisch an, ich weiß, aber Sie machen einen Termin aus, 12 Uhr meinetwegen, bis 12:15 Uhr. Wenn ein Gedanke aufkommt, dann heißt es, bitte schön, 12:15 Uhr nochmal wiederkommen. Sie bestimmen, was Sie denken, nicht der Kopf. Ne? Lenken Sie sich ab, auch durchaus eine Variante. Lenken Sie sich ab auf was Positives. Denken Sie an Unterschiedswahrnehmung von vorhin, was ich gesagt habe zum Thema Resilienz. Stellen Sie sich selbst einige gute Fragen. Was ist gut an der Situation im Moment? Wofür ist das gut, dass ich gerade in der Situation bin? Was könnte ich positiv rausnehmen aus dieser Situation, in der ich im Moment bin? Ich weiß, das hört sich erstmal ein bisschen komisch an. Das ist auch keine Frage. Es geht nur darum, ich hätte gerne, und das wäre ein super Schritt in die richtige Richtung, wenn wir über das Thema oder die Situation lernen, anders zu denken. Reden Sie drüber? Ja, aber, sage ich dazu, bitte nicht den Schutt abladen bei anderen nach dem Motto, damit er oder sie auch was Negatives davon hat. Wenn Sie reden mit jemandem, dann sollte es was Konstruktives sein. Sprich, hast du eine Idee? Hast du einen Lösungsansatz für mich? Sowas zum Beispiel in der Richtung. Auf voreilige Schlüsse achten. Unbedingt, dass Sie es nicht zu schnell sagen, ah, das liegt ja immer bei mir daran. Dann baue ich mir selbst ja möglicherweise Glaubenssätze auf. Und das, was viele auch machen, was wäre, wenn? Viele spekulieren, das sieht man gerade im Moment wieder. Wenn ich zu sehr spekuliere, zu viel da in der Richtung mache, dann setze ich mich unnötig unter Strom. Ja, Grenzen ihrer Kontrolle erkennen. Also Grenzen ihrer Kontrolle erkennen, damit ist gemeint, es gibt bestimmte Bereiche, da haben Sie Einfluss drauf. Das ist Ihr direkter Einflussbereich. Aber es gibt auch Bereiche, da haben Sie keinen Einfluss drauf. Lassen Sie den Finger davon. So, kommen Sie ins Schwitzen, ist durchaus nochmal eine Variante. So Schwitzen heißt jetzt nicht, dass wir jetzt einen Berg hochkraxeln müssen, gibt es alle möglichen Varianten, aber wir wissen, dass durch die körperliche Aktivität letztendlich eben auch solche Sorgen auch beseitigt werden können. Oder zumindest verändert werden können, auch nicht beseitigt, ja. Gedankenhygiene ist der Tipp 4, den ich unbedingt gerne nochmal mit diesem gleich. Es sind insgesamt 5 Beispiele, nämlich Dankbarkeit etablieren ist Fokus auf das Positive lenken. Da sind wir wieder bei dem Thema, dass ich zum Beispiel hier mein Dankbarkeitstagebuch mache. Vielleicht denke ich auch abends mal daran, wofür bin ich dankbar heute? Was war gut? Was war heute gut? Hatte ich zuletzt einen Abteilungsleiter, der sagte mir dann, ja, aber da fällt mir manchmal nichts ein. Ja, gut, dann denke drüber nach. Was war gut heute? Negative Spiralen stoppen bedeutet bewusst unterbrechen. Da gibt es so ein Schildchen, habe ich dann manchmal dabei in solchen Stressseminaren, wo ich dann sage, das ist das Stoppschild jetzt. Jetzt wird mal Stopp gemacht. Stopp an der Stelle. Du zeigst dir selber ein Stoppschild. Gedanken loslassen heißt, machen wir es doch mal so wie beim Harry Potter. Vielleicht kennt das jemand, der Herr Dumbledore, Professor Dumbledore, wie er den Gedanken im Prinzip in eine Schale lässt. Ich habe es ja nur mal bildlich, damit Sie sehen, so kann das zum Beispiel gehen. Ja, sehr schön. Positiver Selbsttalk, das ist nichts anderes als eine
Affirmation. Affirmation ist auch nichts anderes als, indem ich mir sage, zum Beispiel, ich schaffe das. Ich kriege das hin. No, sowas zum Beispiel in der Richtung. Es muss natürlich immer die passende sein. Es ist nicht, es macht keinen Sinn, das irgendwie vom Kalender sich dann zu suchen und zu sagen, das ist jetzt mein Satz. Ne? Realitätscheck. Also Realitätscheck meine ich damit, wie realistisch sind eigentlich die Sorgen, die ich mir gerade mache? Das ist auch eine Frage. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich so eintrifft, dass es so ist? Wir können nämlich gut katastrophisieren. Das nennt man, glaube ich, so oder so ähnlich. Also, Tipp 5 ist Prioritäten setzen. Ich finde unbedingt, wenn ich viel zu tun habe und ich habe schon Berge und ich weiß nicht, wann ich was machen soll, dann finde ich Prioritäten setzen total wichtig. Ich weiß, manche haben das Gefühl, sie können es nicht selbst bestimmen. Das kommt sicherlich auch dazu. Aber gucken Sie sich nur mal diese Tagesstörkurve an, zum Beispiel. Die größten Störzeiten, sorry, sind tatsächlich so so ab 10 Uhr bis 12 Uhr, dann fällt es runter. Ja klar, dann gehen viele zu Tisch. Und dann kommt kurz nach Mittag nochmal und dann, ja, achten Sie mal ein bisschen darauf, wo sind Ihre Tagesstörkurven? Und es macht ja wenig Sinn, zum Beispiel gedanklich schwierige, komplexe Aufgaben in die Zeit 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr zu legen, wenn ich da eine hohe Tagesstörkurve habe. Also, gleich das wäre so mal ein Thema. Alle 11 Minuten wird ein Arbeitnehmer, ein Berufstätiger von der Arbeit abgelenkt. Alle 11 Minuten. Wir brauchen im Schnitt 3 Minuten, um uns wieder zu konzentrieren. Wenn man das mal hochrechnet, dann wird es schwierig mit der Arbeitszeit, die wir haben. Ne? Also alle 11 Minuten, 3 Minuten brauchen wir wieder für die Konzentration. Da geht uns eine Menge verloren. Das macht schon Sinn, darüber nachzudenken. Übrigens, von der Arbeit abgelenkt zu sein, sind leider eben nicht nur externe Faktoren, sondern es sind auch meine Gedanken, die mich dann vielleicht auch woanders hinbringen. Und mein Lieblingsthema in dem Zusammenhang, weil ich mich auch selbst immer wieder daran messe, nämlich das Pareto-Prinzip. Also es macht ja wenig Sinn, dass wir ständig beschäftigt sind, sondern die Frage ist immer, welche meiner Tätigkeiten hat die größte Hebelwirkung? Also, weil welcher meiner Tätigkeiten hat die größte Hebelwirkung? Welche sollte ich unbedingt erledigen? Wir haben manchmal 80% der Zeit bringen nur 20% der Ergebnisse. Und deswegen macht es Sinn, auf jeden Fall darüber nachzudenken, wie kann ich meine Hebelwirkung, Thema Effektivität, Effizienz, wie kann ich das besser in den Griff kriegen? Wie kriege ich mit weniger Zeitaufwand ein besseres Ergebnis hin. Ich drehe das also. Ich habe mal hier Beispiele aus dem Pareto-Prinzip, die ich mal so aufgenommen habe. 20% der Kunden verursachen 80% des Aufwands im Mahnwesen. Das ist zum Beispiel das, was mir viele auch sagen. Im Forderungsmanagement ist es halt so, dass gerade Kunden, die nicht zahlen, einen sehr hohen Aufwand haben. Ich will nur das Pareto-Prinzip nochmal erklären, was damit gemeint ist. Übrigens ist die 80-20-Regel natürlich nicht mit den Zahlen 80-20 Gott gegeben. Es kann sich natürlich auch so ein Stück weit aber verändern, aber die Zahl ist schon nicht unrealistisch. 20% meiner To-Dos bringen 80% des Tageserfolg. Deshalb konzentriere ich mich zuerst auf die wichtigen Aufgaben. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel bei mir vor Jahren festgestellt habe. Ich war dann lange Zeit den ganzen Tag beschäftigt, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, am Ende des Tages ist es nichts dabei rumgekommen. Und deswegen macht es Sinn zu überlegen, was sind meine drei oder zwei Themen, die ich unbedingt heute erledigen möchte, damit ich meinem Ziel, wenn ich das Ziel kenne, vorwärts komme. Hier sind noch weitere Beispiele. 20% der Konflikte verursachen 80% des Stresses im Team. Also wir haben so ein, das stelle ich übrigens auch fest als Konfliktberater. Manchmal gibt es so ein, zwei, drei Schlüsselerlebnisse, die zu mehr Stress führen. Alles andere funktioniert nämlich. Deswegen macht es Sinn, auch da noch mal genauer hinzugucken. Ja, ich bin ein absoluter Fan von diesem Eisenhower-Prinzip, weil auch sich das immer wieder noch mal zu vergegenwärtigen. Was ist wichtig und was ist dringend? Und um das noch mal kurzerhand zu sagen, Sie sehen ja, was A ist, ist wichtig und dringend, das kann ich nicht wahrscheinlich in den seltensten Fällen delegieren, das muss ich selbst machen. Tatsächlich, ich muss, ne?
Ja, da sind wir wieder bei dem Thema. Es ist wichtig, aber es ist nicht dringend. Ja, und letztendlich. Und C ist dringend. Und diese C-Geschichten, die schieben sich öfter in den Tagesplan rein. Das heißt, da kommt dann jeder Kollege mal um die Ecke, weil er gerade was hat. Ich mache das jetzt mal bewusst, ein bisschen salopp, und legt ihm das auf den Tisch nach dem Motto, muss erledigt werden. Ist aber eine C-Aufgabe. Zuletzt hatte ich gehört, dass eine Kollegin sagte, ja, ich arbeite dann als erstes meine E-Mails ab. Da sage ich, welche Aufgaben haben denn die E-Mails? Welche Priorität? Ja, manche lassen den Tagesplan durch E-Mails bestimmen, ne? Also auch da die Frage, nochmal genauer hinzugucken in den Prioritäten. Und das wird das hier nochmal verdeutlichen. A-Aufgaben sind in dem Quadranten A drin und die sind, der nennt sich so Quadrant der Notwendigkeiten. Finde ich schön ausgedrückt, ne? Und die C-Aufgaben, vielleicht nur mal als Idee, den Quadrant der Täuschung. Also das sind Aufgaben letztendlich, die sind nicht wichtig. Die sind, im Grunde genommen sind sie unwichtig. Sie können auch morgen und übermorgen erledigt werden. Aber tatsächlich verschwende ich damit zu viel Zeit. Ja? Ausnahmen gibt es natürlich und so weiter. Dazu müsste man das Zeitmanagement-Seminar nochmal aufgreifen. Aber tatsächlich, vielleicht macht es Sinn, darüber auch nochmal nachzudenken. Ich habe noch einen Bonustipp so zum Abschluss zu unserem Thema Stress. Denn tatsächlich ist es doch so, dass auch Kollegen, auch bei mir oder schwierige Menschen Stress bei mir verursachen können. Denken Sie nur daran, wenn Sie regelmäßig auch mit schwierigen Menschen und Kunden zu tun haben, zum Beispiel. Und ich möchte einen einzigen Aspekt mal herausnehmen, und das nenne ich das Modell der Welt. Das Modell der Welt ist, was ich hier deutlich machen möchte, ist die Idee der Fernbedienung. Die möchte ich Ihnen jetzt nochmal näher bringen. Da sind noch andere Themen. Gucken Sie mal, souveräne Grenzen setzen, Ich-Botschaften, den Notfallplan. Aber mir geht es jetzt in diesem Bonustipp nochmal um das Thema, was die Fernbedienung mit Ihren Emotionen zu tun hat. Ich habe nämlich folgende Idee. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben wirklich eine Fernbedienung in der Hand, in dem Moment, wo Sie mit einem schwierigen Menschen zu tun haben. Und Sie könnten jetzt eine Pausetaste drücken für Ihre eigenen Emotionen, für Ihre eigenen aufkommenden Emotionen. Sie würden jetzt mit Halten der Pausetaste tief durchatmen für sich und dann gegebenenfalls auch, nur mal bildlich gesprochen, auf ein anderes Programm schalten. Also nach dem Motto, ich bin jetzt eher der Professor, ich bin jetzt eher der Analytische, ich helfe demjenigen jetzt, was auch immer. Also diese Idee mit der Pausetaste da umzugehen und die Fernbedienung zu nutzen, soll Ihnen nur helfen, dass Sie im Moment einer stressigen Situation, eines Konfliktes, besser umschalten können. Also wenn ich ein Bild habe, kann ich das, ne, die Fernbedienung, das kann ich mir schnell, das kann ich verquicken mit den Methoden, mit der neuen Verhaltensweise. Okay? Nur mal als Tipp, sowas ist natürlich einzuüben, das ist ja klar. Es hilft nicht, wenn ich es jetzt einmal erzählt habe. Ich mache noch mal ein kurzes Fazit für Sie, ganz wichtig. Was ist Ihr Warum? Und ich finde, das Fazit wollte ich jetzt ganz bewusst so machen, dass Sie für sich noch mal überlegen. Aus diesem Webinar würde mich super freuen, wenn Sie ein, zwei Sachen mitnehmen, wo Sie sagen, damit fange ich an. Vielleicht ist es das Zähneputzen. Ja, what else? Dann machen Sie das. Was motiviert Sie, das zu ändern? Das wäre nochmal eine zweite Frage. Und was ist jetzt der Babyschritt? Denken Sie an Zähneputzen zum Beispiel. Oder vor dem Meeting einmal durchatmen. Oder diese Me-Time habe ich jetzt kopiert. Nehmen wir eine Minute tatsächlich vor dem nächsten Meeting, vor dem nächsten Treffen, was Sie mit dem Chef, mit der Chefin haben. Und nächster Schritt, ein kleines Ziel für die kommende Woche. Machen Sie doch nur eine Woche lang bitte mal ein Thema. Eine Woche, ein Thema. Machen Sie einen Deal mit sich selbst. Das würde mich sehr freuen. Und wer jetzt noch eine Minute Zeit hat, der begleitet mich nochmal eben, denn ich möchte Ihnen gerne anbieten, dass Sie zum Thema Stress, zum Thema, also Stresskompetenz stärken, dass Sie zum Thema Resilienz, dass Sie zum Thema Konflikte, Konfliktbearbeitung, ob es Coaching ist oder Beratung, mit mir einen Termin vereinbaren können und wir können uns mal von Gesicht zu Gesicht unterhalten und sehen, ob ich
Ihnen da auch helfen kann. Sie können dieses Webinar bewerten, darüber würde ich mich auch sehr freuen. Vor allen Dingen, Sie waren ja aktiv dabei und hier sind auch nochmal meine Kontaktdaten, damit Sie auch wissen, wo Sie mich erreichen können. Ich freue mich schon, dass Sie gegebenenfalls auch in Zukunft nochmal auf das eine oder andere Webinar zurückkommen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und vor allen Dingen ein schönes Wochenende. Bis bald. Tschüss.